Ja, Michael Zorc, Glückwunsch. Ist das der Spirit, der zum Titel führt? Das weiß ich nicht, ob der zum Titel führt, aber heute war es so, dass man gemerkt hat, dass die Mannschaft insbesondere in der zweiten Halbzeit, aber eigentlich direkt nach dem 1:0 Rückstand unbedingt dieses Spiel gewinnen will. Das hat uns nochmal wach gemacht, fand ich. Dann haben wir diesen unglücklichen Elfmeter nochmal gegen uns bekommen. War das für Sie einer? Ich habe es noch nicht gesehen. Der Trainer Ich müsste es nochmal sehen. Für mich war es eher eine Schutzbewegung und die Körperfläche wurde nicht vergrößert, aber wir haben ja mittlerweile 38 Variationen, ob Hand gepfiffen wird oder nicht. Von daher kann ich es nicht schlussendlich bewerten. Aber wichtig war, dass man heute, glaube ich, gemerkt hat, ja, also sonst geht der Ball gegen die Brust. Also der geht ja nirgendwo anders. Aber Schutzhand gibt es nicht mehr. Die Regeln sind schwer zu verstehen mittlerweile. Mittlerweile, wirklich, für uns auch. aber für mich war entscheidend, dass wir danach immer wieder uns selbst angetrieben haben, immer wieder nach vorne gespielt haben und versucht haben, dieses Spiel zu gewinnen. Dennoch, das 3:2, 90 plus 2, hatten Sie irgendwann Zweifel, dass dieses 3:2 noch fällt? Ja, du musst immer glauben, bis es vorbei ist. Wir hatten uns ja eigentlich Chancen, nicht im Minutentakt, aber im 5-Minuten-Takt erspielt. Wir hatten vorher schon, ich glaube, durch Christian Pulisic, durch Ashraf Hakimi, eigentlich 100%ige Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Und Reus macht es mit seiner ersten Gelegenheit. Ja. Können auch wenige. Er ist dann hinterher in die Spitze gegangen, als Jakob Brunlarsen raus war. Und das ist eben die Qualität, die er hat. Aber auch, dass Jaden ihn da sieht und die Vorlage genau getimed reinspielt. Das erinnert mich so ein bisschen an das Heimspiel gegen die Bayern, wo dann auch ein 3:2 fiel, zwar nicht in der Overtime, aber in der normalen Spielzeit. Liegt dem BVB die Rolle des Jägers besser? Nein, das ist uns relativ egal. Nur, naja, Sie haben von vorne aber 9 Punkte weggegeben im Februar. Ja, natürlich. Haben wir auch nicht freiwillig gemacht. Haben auch das eine oder andere Spiel dabei gehabt, das nicht so top war. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Bayern in diesem Zeitraum, ich glaube, von 13 Bundesligaspielen 12 gewonnen hat. Das ist normal, dass es sich dann annähert. Nein, wir gehen jetzt so langsam auf die Zielgerade der Liga oder ins letzte Drittel der Bundesliga. Und deshalb haben wir für uns auch klar definiert, dass wir alles tun werden, um eben deutscher Meister zu werden. Und das hat man heute das gesehen. Das hört Fußball Deutschland gern. Gewinnt am Ende der es mehr will? Ach, das ist ganz wichtig. Das hat man heute gesehen. Aber am Ende geht es natürlich auch um die Qualität, aber auch um eine Dynamik, die entstehen kann. Und wir haben es ja auch. Das ist ja für uns nicht das erste Mal, dass wir in so einer Situation sind. Qualität, was sagt das über den BVB, wenn so ein 3:2 bei Hertha gelingt? Die Bayern haben hier verloren, ohne Witzel, Götze und Alcacer. Ja, dass wir genug Qualität in der Mannschaft haben, ganz klar. Hertha hat insbesondere gegen die Top-Teams gute Leistungen gebracht, gepunktet. Und wenn man heute das Spiel auch über 90 Minuten sieht, glaube ich, sind wir ein sehr, sehr verdienter Sieger Kompliment an die Mannschaft. In 3 Wochen geht es zu den Bayern nach München. Wird die Meisterschaft eher in solchen Spielen entschieden als im direkten Vergleich? Ich glaube es nicht, weil wir haben ja gezeigt, dass wir Punkte liegen gelassen haben in Spielen in Nürnberg oder auch in Augsburg. Wenn wir die Spiele so gespielt hätten wie heute, hätten wir wahrscheinlich ein paar Punkte mehr auf dem Konto. Also insofern glaube ich, wir müssen weiter von Spiel zu Spiel denken. Wir spielen jetzt erstmal gegen Wolfsburg zu Hause, die einen sehr, sehr guten Lauf haben. Und dann gehen wir nach München. Vorgelegt, gucken Sie morgen die Bayern allein oder? Ja, natürlich schauen wir hin, was die tun. Ja. Vielen Dank, tolles Fußballspiel. Gerne. Danke dafür. Vielen Dank. Ciao. Danke.